Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film News hier auf die Filmfabrik. Der kreative Kopf von DC Extended Universe, Geoff Johns, hat in einem Interview bekannt gegeben, dass der kommende Flash-Solo-Film Flashpoint eine ganz besondere Geschichte beinhalten wird. Wir haben euch auf der Filmfabrik schon oft über die Flashpoint-Paradox-Storyline berichtet. Darin wacht Barry Allen eines Tages auf und bemerkt, dass ihm sämtliche Kräfte fehlen, die er sonst hat, und alles andere um ihn herum scheint sich magisch verändert zu haben. Aquaman führt einen Krieg gegen Wonder Woman, die Justice League und Superman existieren nicht mehr und Bruce Waynes Eltern wurden nicht erschossen, sondern Bruce Wayne selbst. Thomas Wayne wird daraufhin zu einem ultra brutalen und mordenden Batman und Martha Wayne zu einem weiblichen Joker. Und genau das soll jetzt auch Teil von Flashpoint mit Ezra Miller werden. Ich freue mich da ehrlich gesagt sehr drauf, da ich großer Fan der Flashpoint-Storyline bin, und dennoch dürften sich DC Comics und Warner Brothers in schwierigen Zeiten befinden, denn ihr aktueller Blockbuster Justice League könnte ein ganz großes Verlustgeschäft werden. Rob Kane vom Forbes Magazine schätzt, dass das amerikanische Studio etwa 50 bis 100 Millionen US-Dollar Verlust mit dem neuesten Superheldenfilm einfahren könnte und das auch noch nach der Heimkino-Auswertung und den zusätzlichen Merchandise-Einnahmen, eine bittere Pille, die das DCEU da schlucken muss, also DC Comics und Warner Brothers. Derweil wurde bekannt, dass Henry Cavill vertraglich noch verpflichtet ist, in einem weiteren Superman-Film die Hauptrolle zu spielen. Die Skandale in der Filmbranche gehen weiter und diesmal hat es jemand ganz Großes erwischt, nämlich John Lasseter. Das ist der Pixar-Animationschef, der hat Regie geführt in Filmen wie Cars und in Toy Story und der soll in der Vergangenheit verschiedene weibliche Mitarbeiterinnen belästigt haben. Der 60-jährige Trickfilmregisseur hat daraus jetzt Konsequenzen gezogen und hat sich fürs Erste beurlauben lassen. Also er hat das Ganze zugegeben und sich dafür entschuldigt. Und das Los Angeles Police Department hat angeblich derzeit 28 offene Fälle der sexuellen Belästigung auf dem Tisch allein in Hollywood. Der Polizeichef sagte sogar, dass er noch etliche weitere in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Alles aus der Filmbranche. Und in Schweden haben derweil 600 Schauspielerinnen einen offenen Brief gegen sexuellen Missbrauch in der schwedischen Filmbranche verfasst. Selbst Hollywood-Star Alicia Vikander hat diesen Brief unterzeichnet. In diesem Brief sagen die Schauspielerinnen, dass sie nicht mehr schweigen werden und jeden Filmemacher vors Gericht ziehen werden, der sich an den Schauspielerinnen vergreift. Ganz, ganz bittere Zeiten für die gegenwärtige Filmlandschaft. Folgende Filme starten trotzdem diese Woche in den deutschen Kinos. Der meiner Meinung nach sehr, sehr coole Western-Thriller Brimstone mit Dakota Fanning und Guy Pearce. Außerdem das Animationsabenteuer Coco von Disney, der in Mexiko bereits sämtliche Rekorde gebrochen hat. Und das deutsche Abenteuerdrama Der Mann aus dem Eis mit Jürgen Vogel. Und natürlich starten diese Woche auch wieder ein paar Serien und Serienstaffeln. Auf Netflix startet die 5. Staffel von House of Cards. Auf Amazon startet die 5. Staffel von Vikings und ebenfalls auf Netflix erscheint die 1. Staffel der ersten deutschen Netflix-Serie Dark. Wir kommen zu den Kurznews. Viele wird es interessieren. Der neueste Film aus dem Hause Marvel ist abgedreht, nämlich Ant-Man and the Wasp. Der Blockbuster mit Paul Rudd und Evangeline Lilly in den Hauptrollen soll am 6. Juli 2018 in den Kinos starten. Für Justice League läuft es, wie gesagt, nicht sehr gut. Sehr erfreulich geht es dafür gerade bei Elias Mbarek ab. Der ist in den aktuellen deutschen Kinocharts auf Platz 2 und auf Platz 1, denn Fuck You Goethe 3 ist in Deutschland nicht vom Thron der Kinocharts zu stoßen. Und auf Platz 2 ist Paddington 2, da spricht nämlich Mbarek die Hauptrolle. Justice League ist nicht einmal auf Platz 3 derzeit, sondern auf Platz 4. Auf Platz 3 ist nämlich Mord im Orient Express mit Kenneth Branagh und Johnny Depp. Und der Erfolg des Films hat dazu geführt, dass ein Sequel dazu bereits bestätigt wurde. Und das wird natürlich eine Adaption eines weiteren Agatha Christie-Romans, Der Tod auf dem Nil. Und darin geht es auch um Hercule Poirot. Yakshamash! In Kasachstan wurden 6 Touristen aus Tschechien Geldstrafen verhängt, weil sie den legendären Mankini trugen, den Sacha Baron Cohen im 2006er Borat berühmt gemacht hat. Sacha Baron Cohen hat den Männern auf Facebook angeboten, die komplette Strafgebühr für sie zu zahlen. Das wären insgesamt $400, die die 6 Männer nicht abstottern müssen. Wirklich eine sehr, sehr geile Geste. Und sehr, sehr geil sind auch die Videos der Filmfabrik. Wir sprachen heute
heute darüber, wie schlecht Justice League in den Kinos performt. Die schlechten Kritiken werden sicherlich ein bisschen zu diesem Misserfolg beigetragen haben. Und auch ich war dem Film nicht besonders angetan, obwohl ich mich sehr auf den Film gefreut habe. Checkt dafür doch mal unsere Kritik zum Film aus und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.